Und ich suche jetzt immer noch Kyla. Einfach wegen diesem komischen Dingsterbums da. Was war das nochmal? Ich bin zu vergesslich. Pfirsichsamen, genau. Wegen diesen Pfirsichsamen müssen wir Kyla töten. Das kann teilweise schnell gehen, teilweise dauert es Jahrhunderte. Also ich hatte auch schon mal 100 Jahre gebraucht für. Ist natürlich jetzt so ein bisschen ärgerlich, dass wir die Sachen vergessen haben in Sachen ja, in Sachen Schuhe. Aber okay. Ist jetzt auch erstmal egal. So, jetzt sehe ich gerade oben ist auch ein GM vor uns online. Wir könnten jetzt mit Fragen bombardieren, wenn wir welche haben. Machen wir aber nicht. Wir grüßen den auch nicht und gar nichts. Wir lassen den einfach mal links liegen. Das sind so die GMs gewohnt. Da ist ein Keiler. So, mittlerweile macht auch unsere 12 Plus. Nicht mehr 10 durch die Waffe, macht es schon. Ne, nicht durch die Waffe, hier durch den Kopfohrringer. Und da muss ich natürlich auch noch zukommen. Wenn ihr natürlich sowas habt wie Kupferohrringe Stärke plus 9, dann müsste man darauf achten. Neben dass unsere Statuspunkte halt wieder ein bisschen erhöht sind, haben wir sowieso mehr Stärke jetzt. Das liegt aber einfach an diese Ohrringe. Die kann ich jetzt ausziehen. Zup. Und da haben wir 14, 14. Dann machen wir mal hier ein paar Punkte drauf. 17, 17. Hauen die wieder auf und haben wieder mehr Stärke, nämlich jetzt mittlerweile 26. Pakete? Was für Pakete? In Zeiten des Krieges kann man jede Hilfe gebrauchen. Zum Glück sind neue Pakete eingetroffen, die einem Neuling wie dir helfen können. Wo sind sie denn? Eine drehende Münze würde den Weg zu den Paketen weisen. Hä? Ach, die meint wahrscheinlich da den Teamshop. Ich will aber nichts kaufen. Was die da drin haben, also die meint wahrscheinlich das hier und dann hier unten die Pakete, wo ich Geld sparen kann. Ja, toll, will ich nicht. Und Fabs macht mir gerade Sorgen. Wieso macht mir Fabs so viele Sorgen jetzt gerade eigentlich? Ich nehme eigentlich doch gar nicht so viel auf und der spackt mir hier gerade bei 20. Jo, jetzt geht er wieder etwas höher und oh Gott. Also ich sollte nicht in den Intimshop gehen. Und nebenbei laufen wahrscheinlich. Kann doch hier nicht wahr sein. Kriege hier absolut nicht das, was ich will. Bis da Statue kann ich jetzt auch schon das hier anziehen. Sind wir denn jetzt schon Level 10? Nein, Level 9. Also wenn wir jetzt Level 10 sind, gehen wir einfach mal in das andere Gebiet rein, damit ihr was anderes sehen könnt. Weil das ja hier so, ja, öde ist. Die ganze Zeit laber ich irgendeine Scheiße, wo ich selber nicht mehr mal weiß, was ich laber. Und ihr schaut euch das einfach nur an. Und denkt euch, ja, der levelt und erzählt nur, das Erzählen ist, glaube ich, spannender als das Leveln. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Dass hier Keile rumlaufen, ja, das ist doch schön. Das ist auch mal hier eine, was anderes. Ich werde auch natürlich, wenn ihr Lust, wenn Lust ist, werde ich irgendwann auch mal ein Duell machen. Also ich zu wahrscheinlich verlieren werde. Aber ist doch egal. Beziehungsweise wir können ja auch, wenn ich wirklich Level 15 bin, einfach mal einen auf aggressiv machen und schauen, das passiert, wenn man aggressiv ist. Das wird bestimmt super klappen.
Ob wir danach in Ruhe überhaupt Let's Playen können, ist eine andere Sache. Grauwolf, ich will aber. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich bin. Blauwolf. Kalda nebenbei. Ich glaube, ich muss da oben lang. Aber erstmal noch ein bisschen Kalda töten. Kalda töten ist immer gut. Vor allem, wenn man so eine Mission hat, die nie zu Ende geht eigentlich. Ist Wahnsinn. Also da kann man wirklich die Pfirsichtsamen jahrhundertelang jagen. Und ich bin einer derjenigen, der wirklich sagt, lieber jetzt die jagen, jetzt kriegt man noch Erfahrungspunkte. Jetzt levelt sich das noch recht gut dort. Als wenn man nachher später das machen möchte, weil man einfach dann Platz braucht und dann halt nicht wirklich viel schneller ist. Also die nicht schneller tötet, weil die einfach zu langsam nachspawnen. Und man den Nachteil hat, dass man einfach durch das ganze da warten oder das machen einfach auch keine Erfahrungspunkte kriegt. Das heißt, man levelt vielleicht am Anfang etwas schneller, aber dann im Hintergrund, wenn man das wegmachen möchte, braucht man da Ewigkeiten. So, jetzt habe ich einen Keilerzahn gekriegt, was ich natürlich überhaupt nicht wollte. Ich will ein Pfirsichsamen. Habe ich gerade Keilerzahn oder Keilersamen gesagt? Egal. Ist schon spät hier. So, jetzt haben wir ein kleines Haustierchen, den töten wir mal, das Haustierchen. Jo, jetzt zoomen wir einfach mal rein. Sind natürlich dadurch super schnell geworden. Jetzt müssen wir natürlich mal schauen, wo sind wir? Wir sind jetzt hier am Anfang. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich machen wollte. Ah ja, ich wollte jetzt einfach mal rübergehen ins andere Dorf. Obwohl ich erst in Level 9 bin. Egal. Ich gehe einfach jetzt mal ins andere Dorf. Einfach wieder ein bisschen hier auf die Aura des Schwertes. Mittlerweile sind es auch plus 18 Angriff. Ich will immer das untere, das rote lesen, was wir noch nicht haben. Das wären dann plus 21. Und man sieht natürlich, es gibt auch Pferde. Da sind natürlich die Pferde auch schon schnell. Müssen wir uns auch mal besorgen, so ein Pferd. Also durch Pferde hat man Vorteile in dem Sinne, dass man schneller eben von A nach B kommt. Man hat zum Weiteren den Vorteil, dass man nicht nur schneller von A nach B kommt, sondern eben auch später Pferdefertigkeiten hat. Dadurch kann man dem Gegner nochmal Schaden machen, wobei laut meinem letzten Wissensstand bringen die nicht wirklich was. Ach, falsche Taste. Also die Pferdefertigkeiten sind noch ziemlich arg schlecht. So, kriegen wir hier hinten vielleicht ein paar Keiler oder hungriger Alpha-Blauwolf, das ist auch gut. Ja, was noch wichtig ist, wenn man nachher ein Pferd hat und vom Pferd schlagen kann, das ist ab dem Kampfpferd möglich, macht man auch auf dem Pferd her mehr Schaden, beziehungsweise man kriegt weniger Schaden ab. Das Pferd ist also auch, wenn man auf dem Pferd ist, eben stärker. Ist eine gute Sache an sich. Man muss eben nur aufpassen, dass man nicht irgendwo von dem Monster umzingelt wird und dann nicht mehr wirklich rauskommt. Das geht erst wirklich erst wieder mit einem Militärpferd. Das ist nachher die beste Güte, wo man eben auch Fertigkeiten einsetzen kann, wo man eben auch lebend wieder rauskommt. So, wir sind jetzt eben einmal fast komplett um die rote Map gewandert. Also wir sind jetzt gerade eigentlich von hier unten nach hier oben gewandert. Für diejenigen, die es interessiert. Und haben immer noch unsere Ruhe. Das wundert mich so ein bisschen. Ich habe da erwartet, dass ein paar Leute vielleicht so anschreiben, ah, du machst ein Let's Play, ich will da drauf sein und keine Ahnung was, aber wenn die nicht wollen, ist es mir sehr recht sogar, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man dieses Schreiben. Vor allem während des Let's Plays ist doof. Also ich hätte wirklich am Anfang mehr Action reinbringen können. Das weiß ich und
Boah, die Sachen müssen wir natürlich auch mal verkaufen, wenn wir im Dorf sind, drüben. Und ich töte die jetzt einfach mal, weil ich in der Hoffnung bin, dass ich hier so ein paar Alpha-Blauwölfe, hungrige Alpha-Blauwölfe kommen, die aber nicht kommen. Bevor wir hier noch Wurzeln schlagen, einmal die töten, einmal nach hinten schauen, ob da was Interessantes gekommen ist. Hungriger Blauwolf, hungriger Alpha-Blauwolf, ja, das ist es doch, das, was wir gesucht haben. Wie viele brauchen wir jetzt davon eigentlich noch? Einen einzigen, ja. Das muss man bei Paketen überhaupt machen. Ist da aber, kann man nicht anklicken. Okay. Wahrscheinlich ist das gleich weg, wenn wir drüben sind. Ach, übrigens, Rüstung glitzert natürlich auch. So, wir sind weiter in Level 9, glaube ich, ja. Haben jetzt schon einen Statuspunkt wieder, den hole ich einfach mal auf Vitalität. Ach. Ja, genau, das ist es, wenn man mit der Maus spielt. Und wenn man die Tasten nicht wirklich gut greift. So. Zwei Segelschwerter haben wir schon. Die haben mittlerweile auch 21.000 Yang. Und wir haben die Schuhe halt vergessen. Das würde mich einfach mal darauf bringen, dass wir Schuhe kaufen nachher. Und die einfach mal hochziehen. Dass wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Übrigens, wenn jetzt jemand Interesse hat und sagt, ja, guck mal, du hast das und das gefunden, brauche ich noch unbedingt. Ja, gut, könnte ich euch geben. Da bin ich jetzt nicht irgendwie großartig. Der sagt, gebe ich euch nicht, nein, das würde ich euch geben. Da habe ich jetzt keine Probleme mit. Auch wenn es wertvoll ist, ich würde es euch geben. Also sollten wir nachher irgendwie was Wertvolles finden, wie eine Segi, eine Seli oder was auch immer. Also Segi ist eine Segensschriftrolle für diejenigen, die es nicht wissen. Segi ist Segi Segensschriftrolle und Seli ist ein Seelenstein. So, jetzt sind wir übrigens natürlich in Map 2, bevor ich hier ganz vergesse. Wir haben auch übrigens einen Auftrag, wusste ich jetzt gar nicht so. Da sieht man mal, wie verpeilt ich eigentlich jetzt hier gerade rumlaufe, weil ich nur erzähle. So, die Monster hier sind zum einen Level 20, also ziemlich stark, wenn man denkt. Aber wir haben viel gute Rüstung und hauen die einfach mal so weg und können damit sehr gut leveln. Es ist so eine schöne Sache jetzt mit der guten Rüstung, aber wir sind arsche langsam. Nebenbei mal ein bisschen Kampfrausch anmachen, dass wir ein bisschen schneller wenigstens sind. Oh, Auftrag 8 abgeschlossen, sollten wir natürlich auch annehmen. Und Auftrag 9 wäre hungriger roter Keiler töten, machen wir später. So, jetzt ist hier so ein King Sebi 86, der einfach mal hier rumsteht. Den überholen wir mal. Wer sich da erkennt, der kann sich selber grüßen, wie gehabt. Und hier kommen noch mehr starke Monster. Die machen natürlich auch hier mehrere Schaden. Also, wir können es einmal gerne ausprobieren. Zum einen diese schönen Gerätschaften hier. Die droppen Edelsteine. Edelsteine braucht man nachher zum Open. Ich potte mal ein bisschen. Ist besser, wenn ich es mache. So, den holen wir mal weg. Bringt auch gute Erfahrungspunkte. Und Hauptungsliche brauche ich nicht. Und erlebt der King Sebi. Juhu, erlebt. Und dann gehen wir mal weg. Lassen wir jetzt alleine.